Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3. So, wir haben den Golem endlich besiegt. Er war nicht einfach. Aber warte mal, hier unten war er noch. Hier haben wir noch gar nicht zu Ende gelootet. Beinahe vergessen. Hups, so. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Nee. Hängt davon ab, was sie will. Da hinten ist ein was. Das ist sehr auffällig. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Warte mal, da hinten ist doch was. Guck mal. Tut mir leid. Was ist das da hinten? Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Das ist mal eine Kiste. Was ist das? Wir speichern mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir gucken uns das mal an, würde ich sagen. Gera, kommst du mit her oder ja, nicht so? Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem stirbt. Mist, ich hätte gleich mehrmals angreifen müssen. Entschuldigung. Weg. Puh. Schau, sie gehen auf. Ja. Gehen wir. Ich wollte ja hier gucken. Vella Glan. Das war also nur eine Art Falle. Eine Falle für Erkunder. Ah, okay. Na gut. Wenn man also gerne erkundet, dann tappt man hier in die Falle. Das wollte ich gar nicht. ich wollte eigentlich mal eben... Kann ich mal so eine Stunde, so eine... Einfach, dass sich alles wieder auffüllt hier. Jawohl. Jetzt haben wir nicht alles wieder. Gut. Hier war eine Portal. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Bin schon dabei. Schneller. Ach, guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Aha. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Ja. Vella Glan. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Nein. Hattest du das je gedacht? Hier ist eine Kiste. Komm hoch. Die frieren die einfach ein, die ganzen Golems. Aber gut, da müssen wir nicht gegen diese ganzen Golems jetzt kämpfen. Das ist schon nicht schlecht. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Boah, fies. Oh, was kommt jetzt? Scharaz! Der ist fällig. Esse. Ta pardona. Milin Yihamar. Rein! Wo sind die jetzt hin, die Armen? Oh, epischer Fight. Shensabir! Hä? Oh. Das sieht nicht gut aus. Was passiert da? Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest-Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Daria Nanoi! Okay. Fertig. Bleib bei mir. Okay. Wir müssen Kera jetzt schützen. Wo läuft die jetzt hin? Weil, hallo, da ist ein Riss, guck mal. Da! Wieso rennst du jetzt hier rüber? Voll übertrieben. Achso, jetzt geht die auf. Okay. Kann ich mal ganz kurz. Ich bin
sofort wieder da. Im Moment. So, da bin ich wieder. Okay, weiter geht's. Tötet die Kreaturen. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. Ich darf nicht raus aus dem Kreis, ne? Und da will ich ja kommen. Komm schon. Ich darf nicht raus. Der nächste Hund. Ja, ja, komm, komm ran, ja, komm. Weg. Komm rein. Komm. Sei ein braves Hundi. Stirb. Okay. Erst ist brutal geschossen. Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Ja, lass uns weitergehen. Ich bin froh, dass ich auf Laufen gedrückt habe, weil Rennen wäre jetzt echt fatal. Ja, bleib hier. Okay, jetzt sind wir wesentlich näher dran. Oh Mist, die aufgepasst. Nein, nein, nein. Okay. Oh, es war deftig, ja. Nur noch einen. Na los. Boah, das war echt heftig, weil die so nah waren. Boah, das war nicht... nicht lustig. Behind the color. Ja, komm schon. Ja, Mistviecher. Na, komm dran. Kommt. Versucht. Aha. Immer schön hier drin halten. Ich stell mich schön vor, sie. Gut, das war's. Und zu. Es hat funktioniert. Da. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Wird mir nicht ohnmächtig. Wird mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Oh, ausgeschlossen. Ach ja, Geralt halt, ne? Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß, wir müssen weiter. Ach nein. Warte jetzt, ich muss erstmal Waffen reparieren. So, repariert. Okay. Was haben wir hier? Schuhe? Nein, ist nicht gut. Okay, hier haben wir nichts Neues. Warte mal. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Ja, jetzt warte mal. Achso. Auf und zu laufen hier. Ich will erstmal alles einsammeln. Alles looten. Kera, mach mal nicht so einen Stress. Zwergschnaps? Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Warte. Zwergschnaps. Na gut, den Loot dort drüben mit den paar Monstern. Was soll's? Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin.
Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, ja, ja. Ja, niemals. Was ist hier? Oh, Mist, das war eine blöde Idee. Ja. Das war nicht so gut. Meditation, eine kleine Stunde. Zum Beispiel aufgefüllt. Ja, okay, da gehe ich lieber nicht lang. Oh. Erwartet uns. Ja. Macht so den Eindruck, ne? Ich speichere jetzt lieber mal. Das sind ziemlich deftige Kämpfe hier. Das ist Arena-Fight. Alles klar, alles klar. Er soll ihn kriegen. Ach, wer bist du denn? Hast du aber eine feine Axt? Oh. Mit der kleinen Spiel? Kriegt er auf den Deckel. Du bist stur, Deine. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Ja, passt schon. Hör auf, mich rumzukommandieren. Dann frag doch gar nicht erst, wenn du ihn mitmachst. Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. Du, nein, nein, nein. Ah, halt da. So, was kommt jetzt? Was? Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig, konzentrier dich. Nein! Wirst du bereuen. Mist! Ah, verdammt! Geralt. Ich darf nicht so an den Rand. Okay, ja, 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 ist okay, ist okay. Ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Bams. Wieder da. Ja, ja, komm, wo ist er? Dort, hinter dir. Vorsicht. Nein, hör auf mit dir. Mensch, du. Nein, 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 hörst du auf. Bams. Nicht mit mir. Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich. Der Elf hat noch eine Nachricht für Ziri. Ja, ja, ich sehe es schon. Ich will aber erstmal. Ihr kennt das ja. Also erstmal looten. Ach nee, das war das halt. Dann will ich das machen. Ich esse mal ein Brot. Ich trinke mal ein Wasser. Sekunde. Tochter der Möwe. Sehen wir uns die Nachricht an. Okay. So. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Und der war wo? Wo wir zuletzt zusammen waren. Das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Mhm. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Ach, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, wo ist meine Maus hier? Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Ja, ist schon wahr, ne? Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf.
Teyra, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Kennst du diese Hexen? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fass es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Erstmal aber... Warum sind wir überhaupt hergekommen? Erstmal will ich mich umgucken. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Coole Kombi. Magier, Kräuterkundige und... Also Magierin, Kräuterkundige und Hexerin. Ja, das wäre mega geil. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und Ciri, ihn getrunken. Ciri ist ja auch Hexer und Magier. So Sachen Kombi, ne? Ciri hat auch diese Kombi Hexer, Magier. Ja, sowas auch, ja. Noch mit Kräuterkundigen dazu, sozusagen. Das fände ich geil. Das wäre so meine Kombi, eine Dreier-Kombi. Fände ich gut. Als wenn ich in dieser Welt leben würde. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Ja, hier, die Wand ist seltsam. Doch... Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Die Wand haut nicht hin. Die hat einen roten Schein. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Cool. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Oh Gott. Danke. Ach, Geralt. Illusion aufdecken. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe E, um die Illusion zu zerstören. Okay, wir zerstören die Illusion. Tada, weg ist sie. Einfach, nicht? Jupp, Ausgang gefunden. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Zwei Wege vor allen Dingen. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Ja, aber wo geht's denn rechts hin? Verschwinden wir von hier. Warte. Warte, da ist noch die magische Lampe. Wo geht's rechts hin? Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Magische Lampe? Kommt da in Jean raus oder was? Oder wie? Geh sofort zum Sumpf. Ja, ich helfe. Ja.
Ich helfe. Natürlich, ich wusste ja nicht. Dann komm. Vella Glan. Hier finden wir bestimmt etwas. Oh, Stufe 7. Ja, geil. Sekunde. Stufenaufstieg. Hey. Lange nicht gehabt. Müssen wir gleich mal gucken. Alchemie. Meditation. Hä? Wo ist jetzt? Ach, hier. Alles klar. Oh, guck mal, wir haben hier drüben jetzt einen Platz. Jo. Heißt, wir können eins mehr aktivieren. Das ist auf Max, ne? Ja. Okay. Herstellen von Öl. Brauen kann wirklich. Ja, erhöht die. Halt, erhöht. Oh, diese Fähigkeit gehört zu deinen Kampffähigkeiten und ist immer aktiv. Ermöglicht das Herstellen von und Konsumieren von Hexertrinken. Oh. Erhöht Toleranz. Nächste Stufe. Erhöht den Überdosis-Schwellwert von 50% auf 80. Wirkungsdauer des Tranks 5% mehr. Vergiftete Klinge. Erworbene Toleranz. Jedes erlernte alchemistische Rezept auf Stufe 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung um 1. Bei einer Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt. Was haben wir noch hier? Krafttraining erhöht den Schaden bei starken Angriffen. Die machen wir eigentlich so gut wie gar nicht, starke Angriffe. Beim Parieren. Parieren machen wir eigentlich auch selten. Dann ziehen wir eine Armbrust. Entschlossenheit. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Energieverlust um 20% verringert. Okay, was haben wir jetzt noch hier? Irgendwas Praktisches, sondern in Standardtagsüber regeneriert wieder T-Zwischen Punkte. Oh, Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest, nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich ein Punkt. Das können wir machen. Das machen wir. Pop. Jawohl. Zack. Ah, aktiviert. Okay. Wir sagen, die restlichen Punkte heben wir uns auf, ne? Das ist ja alles schon auf Max hier. Das auch? Ja, ne? Ja, das ist schon auf Max, okay. Ja, dann warten wir ab, bis wir hier. Guck mal, beim nächsten Level kriegen wir hier das nächste freischalten. Das wäre cool. Achso, Mutagene haben wir da eigentlich noch. Da haben wir Blaues. Das könnten wir dann. Ziehen wir das Blaue dann hier rüber. Mache hier das Blaue rein. Das tun wir dann weiter mit hierher. Und natürlich versuchen wir dann hier das Braun möglichst hier wohin zu kriegen. Und hier komplett rot zu machen, hier komplett blau, hier komplett grün und hier dann halt diese Sondersachen, ne? So bräunlich. Ich weiß nicht, ob es ein braunes Mutagen gibt, keine Ahnung. Da habe ich mich gar nicht beschäftigt. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Oh, verdammt. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, das Rätsel. Das habe ich nicht hingekriegt damals. Habe ich mein Handy hier? Ja, zur Not habe ich es hier. Da kann ich mal gucken. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Nochmal. Wiederholst du das Rätsel nochmal? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Oh, ich hasse das Rätsel. Sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ich habe es damals hingekriegt, aber das hat ewig gedauert. Wir versuchen das Rätsel mal zu lösen. Ich muss aber schon mal wiederholen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay. Was haben wir? Also wir haben hier ein ohne irgendwas, ohne Tier, ohne Instrument. Ein mit Tier.
ein mit Instrument, ein mit Tier und Instrument. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Sag's nochmal. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Ja. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Erster, Zweiter. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Ja, dahin. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Also theoretisch müsste das der Zweite sein, der da hinten der Dritte und das der Vierte, also der Erste. Ja, dann müsste er, ne, der Zweite spielte eine triste Klage, das heißt der Zweite hatte ein Instrument. Warte. Gerade ist was passiert. Ja, jetzt müsste der Bewegung sein. Hinter der Wand da. Ne? Der Dritte bleibt dicht neben seinem treuen Tier. Das ist er. Keine Erwähnung von irgendeinem Musikinstrument. Ist doch ganz schwer. Hä? Wieso habe ich mich damals so schwer getan? Jetzt müsste es er sein. Ne? Und der Dritte wagt es nicht am Anfang zu gehen, oder wie das gerade war. Und wie der Zweite spielt auch er eine Klage. Und das heißt, er hat... Yay! Ach, ich bin gut. Krass. Damals habe ich habe ewig davor gesessen, ich habe das nicht reingekriegt. Okay, ich erinnere mich, ich habe das ja schon mal, das Stück gespielt. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das, das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ja, okay. Ich will noch kurz das Looten hier. Okay, das war nichts weiter. Nee, was ich sagen wollte, ich habe ja schon mal ein Stück gespielt gehabt damals, ne? Und, also ich bis nach Skellige und dort noch ein bisschen. Ich weiß es jetzt halt nicht mehr, wie das alles war. Aber ich erinnere mich noch an dieses Rätsel. Ich habe damals ewig gesessen. Ich habe dann auch wirklich eine Lösung hinzugezogen, weil ich bin nicht drauf gekommen. Ich kann es aber mir jetzt im Nachhinein erklären, warum ich nicht drauf gekommen bin. Ich bin jetzt war es ganz logisch, wie es erzählt hat. Den einzigen von diesen Statuen, die ich jetzt nicht zuordnen konnte, laut dieser Erzählung, war der kein Tier und kein Instrument hatte. Ne? Der mit Instrument war als Zweites, das war klar. Der mit Tier war als Drittes, das war auch klar. Und der Letzte spielt genauso wie... hat halt noch irgendwas anderes, aber spielt genauso wie der Zweite. Heißt, der Letzte muss auch ein Instrument haben. Ne? Heißt, der gar nichts hat, ist der Erste. Und das war eigentlich ist es ziemlich easy. Ich habe damals um mitten in der Nacht, ich habe halt durchgesuchtet. Und mitten in der Nacht, ich kam wahrscheinlich einfach nicht mehr drauf. Da habe ich damals auch eine Lösung genommen, das weiß ich noch. Das Auge von Nehalini. Ja, eine Illusion. Tada! Mit Boot. Ein Boot. Oh. Ach, krass. Oh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen... Und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich versuch's. Ich komm vorbei. Ja, ich versuch's mal vorbeizukommen. Oder? Ja, komm, ich versuch's vorbei. Ich versuch's. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Jetzt haben wir ja erstmal was zu tun. Sei vorsichtig, dass du sonst wo landest.
Fest aktualisiert, magische Lampe. Juhu, geschafft. Und wir sind wieder draußen. Und damit endet auch diese Folge. Hat ganz gut gepasst. Neue Quest, eine Einladung von Keramets. Wollen wir die Nebenquest gleich noch machen? Ja, mal gucken. Erstmal, so wie es in der Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.